der heutigen Folge werden wir von Traumstränden überrascht, entdecken das Gamcheon Culture Village, erkunden den berühmten Yagaichi Fischmarkt und besichtigen den Busan Tower. Wir sind Marianne und Martin und zusammen nehmen wir dich mit auf unserer fünfwöchigen Reise durch Südkorea. Los geht's! Wenn man in Busan ist, lohnt sich ein Besuch auf dem Yagaichi Fischmarkt. Es ist Südkoreas größter Fischmarkt und hier gibt es eine riesige Auswahl an Fischen und Meeresfrüchten. Der Name Yagaichi bedeutet übersetzt Kiesmarkt, da der Markt früher von Kies umgeben war. Und jedes Jahr im Herbst findet das Busan Yagaichi Festival statt. Der Slogan des Festivals ist Oiso, Boiso, Saiso, come, see by. Aber der Slogan lässt sich wohl das ganze Jahr hier anwenden. Wer bei dieser riesigen Auswahl an Fischen und Meeresfrüchten etwas für sich gefunden hat, der kann sich dies direkt in der zweiten Etage des Marktes zubereiten lassen. Fangfrisch quasi. Für uns ist ein Besuch in Busan erst komplett, wenn man im Gamcheon Village war. Dieser Teil von Busan hat uns aufgrund der bunt gestrichenen Häuser, den süßen kleinen Cafés und den toll gestalteten Insta-Spots besonders gut gefallen. Da die Häuser treppenartig an die Ausläufer des Küstengebirges gebaut wurden, besitzt das Gamcheon Village auch den Spitznamen Machu Picchu von Busan und wird oft mit Santorini verglichen. Ja, diese spezielle Architektur machte Gamcheon zur beliebten Touristenattraktion Busans, weshalb es sich anbietet, pünktlich dort zu sein.
sehr lecker. Wir hatten das Glück, an einem kulturellen Festival teilzunehmen und somit tiefer in die koreanische Kultur einzutauchen, die lokalen Spezialitäten zu probieren und das Viertel noch lebendiger zu erleben. Wir sind heute früh beim Bus in die falsche Richtung gestiegen und hier angekommen, an dem absoluten Touristen-Hotspot, aber auch richtig schön. Der Taejongdae Resort Park ist für uns ein absolutes Highlight, auch wenn wir es nur zufällig entdeckt haben. Dieser Park bekam seinen Namen von König Taejong, der es genoss, zur Entspannung Pfeile von den Klippen zu schießen. Und wer kann es ihm bei diesem tollen Ausblick auf den Ozean verdenken? An guten Tagen kann man von der Südspitze aus bis nach Japan schauen.
Songdo Beach ist ein 800 Meter langer und 50 Meter breiter künstlich angelegter Strand. Er wurde bereits 1913 eröffnet und ist besonders bekannt wegen seiner Geoburg der Schildkröteninsel und der Seilbahn, die direkt über die Bucht gleitet. Die 365 Meter lange Konstruktion des Songdo Skywalks schlängelt sich wie ein Drache und bietet einen fantastischen Ausblick auf das Areal. Und so geht's weiter. Wir nehmen euch mit zum bekanntesten Tempel Südkoreas, dem Haedong Yeongang Tempel. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann freuen wir uns über ein Like und ein Abo.